Ja, Freunde des Paranormalen, it's been a while, dass ich vor diesem Hintergrund saß. Ich habe das schon ein bisschen verlernt, to be honest. Ich habe hier schon so mein Mikro vergessen vorhin, musste nochmal filmen. But now we got it, now we're fine. Ja, die Spukhausreihe ist zu Ende und ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass ihr daran so ein bisschen Spaß hattet. Das ist mega viel Arbeit gewesen, ja. Ich habe die letzten 1,5 Monate eigentlich nichts anderes gemacht, als zu arbeiten. Also ich bin auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Und ich will auf jeden Fall auch öfter so eine Art von Content bringen, wenn ihr sowas mögt überhaupt. Und selber auf Ghost-Jagd gehen, so mit meinem Equipment, also dem Reader-Board. Mehr habe ich ja nicht. Aber ich habe mir eine Spirit-Box bestellt, die ungefähr seit einem Monat oder so unterwegs ist. Die sollte eigentlich bald mal kommen. Dann könnt ihr gespannt sein, was ich damit mache. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit mache. Aber irgendwas wird passieren. I can feel it. So, Freunde des Paranormalen, wie ihr am Titel lesen könnt, habe ich einiges zu erzählen, was nach dem Spukhaus passiert ist. Dann würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke ein. Jetzt wird's spooky. Für mich zumindest. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Und zwar, ihr habt ja gesehen, was im Spukhaus passiert ist. Wenn nicht, schaut's euch an. Das war so viel, aber schaut's euch an. Und im letzten Teil habt ihr ja gesehen, wie ich halt allein im Haus war und da so eine kleine Unterhaltung hatte mit irgendwas. Ich bin nach Hause gekommen am selben Abend. Ich komme nach Hause, gehe in mein Schlafzimmer, pack mein Stuff aus und dann irgendwann geht im Bad halt einfach das Wasser an. So. Ja, so habe ich auch geschaut. Das war natürlich super gruselig. Ich bin ins Bad gegangen. War nichts. Surprise. Tja, und an wen erinnert uns jetzt das Ganze, wenn wir mal kurz, zurückspringen in Time? Abby, roll the clip. Kann es sein, dass ich dich gerade gesehen habe? Wow, 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 what the fuck? Das Wasser ist angegangen, Bart. Holy fuck! Wie ihr wisst, bin ich einiges gewöhnt an so Sachen und ich habe das abgetan als, ja, weiß nicht, Zufall, keine Ahnung. Auch wenn ich es mir nicht erklären konnte. Wie soll man sowas auch erklären? Also, wie? Habe ich gedacht, ja gut, das ist vielleicht noch die Energie, die ich irgendwie mitgebracht habe oder so. Das wird sich verflüchtigen. Und ich bin dann ins Bett gegangen. Ich war ja ziemlich erschöpft an dem Tag, aber in der Nacht, beziehungsweise am späten Abend irgendwann, habe ich halt noch mit einem Freund geschrieben und während ich ein Memo gemacht habe, ist wieder was passiert. Ich kann die Memo euch gerne einspielen. Und jetzt habe ich gerade Schritte von meiner Tür gehört. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, sorry, dass ich so verballert bin. Ach so. Wow. What the fuck? Ich lag im Bett und auf einmal gab es dieses Geräusch. Also das, was ihr hört, so im Hintergrund, dieses Klackern, das war ich mit meinem ADHS-Spielzeug. Aber dieses, wie nennt man das, dieses Klopfen, das kam halt einfach von meiner Schlafzimmertür. Und ich habe gesehen, wie sich die Tür auch leicht bewegt hat. I freaked the fuck out. Ich habe wirklich Angst gehabt. Weil ich mir dachte so, okay, das sind jetzt komische Zufälle. Das Fenster war nicht auf. Es ist nirgendwo eine Tür irgendwie zugefallen, sodass irgendwie Luftzug geherrscht hat. Nichts. Einfach nichts. Ich habe gesehen, wie sich diese Scheißtür kurz bewegt hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann dementsprechend nicht geschlafen. ja, doch, habe ich schon. Aber ängstlich geschlafen. Und es sind dann wirklich noch ein paar Zufälle passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich mir sie erklären kann, außer dass ich halt irgendwas wirklich mitgebracht habe von dort. Und zwar war ich danach in einem Lost Place. Das war ein altes Bauernhaus und wir waren dann erst
wir waren dann erst so unten und da war alles in Ordnung und wir haben eigentlich schon gedacht, so ja, voll langweilig und so. Und dann sind wir irgendwie hochgekommen in den zweiten Stock. Also man musste so außen rum gehen und es war voll einschussgefährlich und eigentlich voll gefährlich und so. Und in diesem zweiten Stock war es irgendwie ganz, ganz komisch. Und ich hatte auch dort, oh, das klingt verrückt, wenn ich das erzähle, aber ich hatte auch dort das Gefühl, dass ich die Energie spüren kann von einem Kind, / Teenager. Und überall an den Wänden standen auch Namen. Also Laura kam ganz oft vor. Wir haben einen Brief gefunden, auf dem Laura drauf stand. Es gab ganz viele Sachen, die einfach da zurückgelassen wurden. So Bilder gemalt an der Wand, Kalender, die nicht zusammengepasst haben. Der eine war von 2008, dann gab es einen von 2004, dann einen von 2014 oder irgendwie so. Und es war wirklich sehr seltsam. Und ich habe diese Energie so ein bisschen verfolgt, wo ich sie gespürt habe. Und jedes Mal, wenn halt meine Begleitung kam, war es halt weg. Also ist es irgendwie so geflüchtet. Und in einem Raum gab es so, man ist so reingekommen und da gab es so rechts so eine Leiter zum Hochklettern. Und dann war oben halt noch so ein kleiner, wie nennt man das, so eine kleine Etage halt. Ich bin da halt die Leiter hoch und ich hab schwören können, wie mich einfach was zurückhält. Also als würde etwas nicht wollen, dass ich da hochgehe. Ich bin auch fast auf die Fresse gefallen, aber ich bin dann halt trotzdem hoch. Meine Begleitung kam dann auch hoch. Der hatte komischerweise auch dasselbe Gefühl. Also wir sollten da wirklich nicht sein. Ja, dann sind wir gegangen, haben abends noch eine Ouija-Sitzung gemacht und Freunde, das war auch intens. Ich kann es nicht anders sagen. Ich werde euch die Clips einspielen, so ich denke mir das nicht aus. Es ist einfach eine Kerze gebrochen. Währenddessen. Ja, warum geht das Gefühl, wenn die Frau ist? Warum? Weiß nicht, weil er uns das Gefühl hat. Also sie sitzen hier und die denken sich nur so. Warum? Okay. Die Kerzen ist gebrochen. Jesus, das war vorher nicht so. Na, das war vorher nicht so. Leck mich am Arsch. Es ist, aber nicht ganz. Na? Das ist strange. Voll. Warum ist die gebrochen? Das ist echt strange. Und das Sarah ist? Meinst du? Guck mal. Ja. Wir müssen das noch in der Aufnahme prüfen. Weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass die kaputt war. Die war auch nicht kaputt. Die habe ich zum ersten Mal gerade angefasst vorhin. Ja, eben. Das war mein Name. Bist du Sarah? Es war nichts, also wir haben auch nichts irgendwie gespürt gehabt, großartig. Wir haben nicht wahrgenommen, dass irgendwas da ist. Wir haben, die Planschette hat sich nicht bewegt und das war halt einfach nicht so. Und wir dachten schon so, ja, voll die Pleite, irgendwie keiner will mit uns reden. Classic. Und dann ist einfach diese scheiß Kerze gebrochen und ich konnte mir das nicht erklären. Und man sieht im Clip auch, ich werde ranzoomen, wie einfach sowas durchgeht durch diese Kerze. Und ich konnte es mir nicht erklären, diese Kerze war neu. Ich habe die davor nie angezündet gehabt. Das war echt ein bisschen spooky, also wirklich. Dann haben wir den Raum gewechselt, wir sind in meine Küche gegangen, haben da noch probiert. Es kam nicht wirklich was durch, also es war alles sehr, sehr schwach, eine sehr, sehr schwache Energie. Ich gehe jetzt auch nicht zu sehr ins Detail, so was passiert ist. Auf jeden Fall haben wir dann halt beschlossen, wir beenden das Ganze. Es hat sowieso nicht wirklich Sinn, weil wir halt nicht wirklich was bekommen haben. Und in dem Moment, wo wir halt das Spiel beendet haben, gab es halt ein Geräusch aus dem Bad. Und wir waren erst so, und ich war so, hä, ist das, was ist das? Ist das Wassertropfen? Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Weil das einfach so, das hat einfach so zusammengepasst. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist es auch schüchtern. Vielleicht ist ein Kind vom vom Spukhaus, wo ich war. Das wird voll passen.
Das ist die Duschen. Oh fuck. Nimm die Kamera. Es ist immer die verfickte Dusche. Es hat aufgehört. Willst du mich verarschen? What the hell? Are you fucking kidding me? Ist der Akku jetzt? Da drin? Ja. Das Wasser fickt meinen Kopf gar nicht. Mhm. Hast du das Wasser angemacht? Kennst du mich noch? Bist du gerne hier? Ich bin wie Geisterwohlfahrt. Magst du mich? Bestätigung von Geistern. Tja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich nur sagt ja. So Bestätigung von Geisterkindern, wie tief bin ich gesungen. Magst du nicht gefilmt werden? Ja, das war irgendwie ganz spooky. Ich weiß auch nicht. Es war wirklich seltsam. Es war dann ruhig die nächsten Tage, so das Übliche halt, bis ich mit dem Gedanken gespielt habe, mir noch eine Haunted Doll zuzulegen. Und dann komme ich eines Tages nach Hause. I'm not even kidding. Ich weiß, das klingt super ausgedacht. Kein Mensch wird mir glauben, aber es ist so passiert. Ich komme nach Hause und vor meiner Haustür sitzen einfach drei Puppen. Like, what the fuck? How... What are the odds? Das ist so seltsam. Das ist allein schon seltsam, das zu erzählen, weil es einfach so... Das glaubt mir doch niemand, Alter. Das ist so... Auf jeden Fall habe ich so gedacht, ha, soll ich sie mitnehmen, soll ich sie nicht mitnehmen? Ich meine, ich wollte eine Haunted Doll, noch eine. Ich habe dann halt drei gekriegt. Das ist wie wenn du schwanger bist, ein Kind willst und dann einfach Trillinge kriegst. Ha. Auf jeden Fall habe ich sie dann mit hochgenommen. Von der einen Puppe hatte ich so, die sieht ein bisschen gruselig aus, aber von der habe ich jetzt nicht irgendwie was gespürt. Die andere Puppe kam mir ganz, ganz seltsam bekannt vor. Also wirklich, als hätte ich sie schon mal irgendwo gesehen. Von der dritten Puppe habe ich eigentlich good Vibes gekriegt. Also wirklich sehr, sehr gute, positive Vibes. Am Anfang war ich mir halt so ein bisschen unsicher und wer mich auf Instagram verfolgt hat, der weiß auch, dass ich am selben Abend noch gesagt habe, okay, ich bereue die Entscheidung schon. Das nehme ich übrigens zurück. Ich bereue die Entscheidung nicht. Auch hier war es halt, ist was Seltsames passiert. Ich habe mit jemandem telefoniert und in dem Moment, wo ich halt ein Bild von diesen Puppen schicken wollte, ist der Anruf einfach abgekackt, gefrozen und abgekackt und mein Handy ist einfach abgestürzt, so. Wieder so ein stranger Zufall einfach. Danach dachte ich so, ja gut, ist halt so, ja, geh duschen und dann... trockne ich mich halt ab und so und ich sehe halt einfach hier so drei Kratzer und ich denke mir so, okay, vielleicht sollte ich die Puppen erstmal fragen, bevor ich sie irgendwie fotografiere oder so. Kann natürlich auch sein, dass ich das selber gewesen bin, so, ich sag ja nichts von Adam, ihr kennt mich,
Ich sag nicht von allem, es ist paranormal und Ghost und keine Ahnung. Kann durchaus sein, dass ich das selber war. Aber es waren halt wirklich die letzten Wochen wieder ein paar merkwürdige Zufälle, die ich mir teilweise nicht erklären kann. Was auch noch passiert ist, was mir so ein bisschen scary vorkam, war, also ich mach mal wieder, es passiert alles nachts. Warum passiert alles nachts, Mann? Könnt ihr mal tagsüber bei mir chillen? Ich lag im Bett, nachts. Auf diesem Flur habe ich einfach Kratzgeräusche gehört. Und ich war schon so, das muss jetzt nicht sein. Es war auch nur zweimal so grob, also wie als hätte man irgendwas über den Boden gezogen so. Und heute ist mir aufgefallen, ich habe so ein Bücherregal und daneben ist so ein Ständer irgendwie, wo ich halt so mein Longboard drin habe und Regenschirm und so weiter. Und das steht eigentlich so schräg am Schrank dran. Und dieser Schrank hat so eine Schublade und da war ich neulich noch dran, weil ich habe mein Zimmer umgestellt und ich habe in diese Schublade was reingepackt. Heute will ich aus dieser Schublade was holen und dieses Ding steht einfach so, dass ich es wegschieben musste, um an die Schublade zu kommen. Und ich habe es da definitiv nicht hingestellt. Ich war erst vor ein paar Tagen an dieser Schublade. That was a bit strange. Und gestern, das ist jetzt ganz aktuell, seit die Puppen da sind, die drei, fühle ich mich super wohl in meiner Wohnung. Ich fühle mich richtig sicher. Das hatte ich wirklich lange Zeit nicht, weil so gerade mit Sarah und so, also falls ihr meine Haunted Doll kennt, Sarah heißt sie, falls ihr es nicht kennt, schaut gerne das Video an. Auf jeden Fall hatte ich von Sarah immer so, ich weiß auch nicht, so mixed, so nicht ganz schlecht, nicht ganz gut, aber schon mehr schlecht als gut. Ich hatte halt immer so ein bisschen Angst vor ihr. So minimal. Ja, und seit die drei Puppen da sind, irgendwie gar nicht mehr. Es ist auch, wie gesagt, super ruhig in meiner Wohnung. Es passiert eigentlich nicht großartig was. Und wenn was passiert, habe ich keine Angst davor. Also es passiert nichts Großes oder so, aber halt ab und zu komische Geräusche, keine Ahnung, das Übliche halt. Ja, und ich habe davor eigentlich keine Angst, weil ich halt positive Vibes davon bekomme. Gestern Abend auf jeden Fall hatte ich dann doch ein bisschen Angst, beziehungsweise gestern Nacht, nicht gestern Abend. Ich bin aufgewacht von Geräuschen im Bad, die da so ganz bestimmt nicht hingehören. Und da hatte ich ein bisschen Angst. Tatsächlich. Aber sobald ich Angst habe, hört es auf. Die Geräusche haben auch sofort aufgehört. Ich bin aufgewacht, ich hatte Schiss, aufgehört. Hab natürlich nicht nachgeschaut, ich habe das Licht angemacht und habe mit Licht gepennt. Am nächsten Morgen war auch nichts da, nichts vorzufinden, nichts ist runtergefallen, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall so laut, dass ich aufgewacht bin in der Nacht und halt erstmal Schiss hatte so. Ne? Ihr hättet auch Angst, tut nicht so. Bevor das war, ist mir auch im Nachhinein so bewusst geworden, also ich habe es in dem Moment schon realisiert, aber es war halt nicht gruselig oder unheimlich, es war ein bisschen merkwürdig. Ich habe so eine Bluetooth-Box und ich habe die ausgemacht und die ging halt einfach immer wieder an von allein. Das hat sie noch nie gemacht. Noch nie. Ich weiß auch bis heute nicht, woran das gelegen hat. Die ist einfach immer wieder angegangen, so als würde mein Geist so sagen, ey, yo, ich bin noch nicht fertig mit der Musik, ey. Hör auf damit. Das war momentan alles, was ich euch zu berichten habe. Ich habe gedacht, ich halte euch updated, was hier so abgeht. Weil ich weiß, dass euch sowas immer sehr interessiert. Jetzt, wo die Spukreihe vorbei ist, habe ich noch ein großes Projekt vor mir, das nichts mit YouTube zu tun hat, aber wo ich mich die nächste Zeit auch dran setzen muss. Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall dienstags wieder aktiver zu sein. Und dienstags auch wieder Content zu bringen. Ich habe euch ja auf Instagram abstimmen lassen, so ob ihr True Crime sehen wollt, ob ihr nicht True Crime sehen wollt, ob ihr Fans davon überhaupt seid und wenn ja, wie oft ihr das wollt. Und die Mehrheit war dafür, aber es waren auch viele dagegen. Also es war so irgendwie Grauzone, ich kann es euch nicht recht machen. Deswegen lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr True Crimes sehen wollt. Und wenn ja, wie oft ihr sie sehen wollt. Also es muss ja nicht jede Woche sein. Ich fühle die True Crimes irgendwie momentan auch nicht so. Aber wenn ihr das gerne haben wollt, dann werde ich das wieder aufnehmen. Also ich werde es so oder so wieder aufnehmen, ob ihr wollt und nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Ansonsten habe ich mich dann mit mir selber darauf geeinigt, dass ich True Crimes zwar machen werde, allerdings nur so alle 3 bis 4 Wochen. So dass die Leute, die das gerne sehen, halt was haben, was sie gerne sehen. Und die Leute, die es nicht sehen, ja, die müssen es halt trotzdem anschauen. Nein, es wird hier niemand gezwungen, irgendwas anzuschauen. Aber es wäre toll, wenn ihr es trotzdem anschaut, auch wenn ihr es nicht mögt. Aber ihr mögt mich, deswegen seid ihr ja hier. Hoffentlich. Das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch über alles updaten, was in nächster Zeit passieren wird.
Ich denke, es wird ruhig bleiben. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn ich dienstags hochlade. Und ansonsten lade ich jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch. Ja, und halt Dienstag, wenn ich mich danach fühle. Wisst ihr ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann. Macht's gut, ciao. It's so cold outside, I'm alone.